Send your cringy videos to Mike on Twitter, and he picks his favorite for the next episode of Cringy Dingy. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Cringy Dingy. Heute mal auf Mike Bieser Samen, nicht sonst wie sonst so auf meinem Kanal. Nein, zusammen mit Mike. Hi, ich bin der Gastgeber. Ich bin jetzt der Gast, erster Gastgeber. Nicht, weil er mir eine Knarre hinter meinem Bein legt, sondern weil ich ihn eingeladen habe. Ja, eingeladen habe ich ihn. A carpet that changed my life. Nein, nicht die Kinder! Nein! Junge, wie das aussieht! Das muss doch Bootleg sein! Junge, Alter! Ayo, something traumatic happened that changed my life, check. Meine Kindheit wurde gerade eh zerstört. Jetzt mal abgesehen davon, dass es ein TikTok ist. Junge, was ist das? Das sieht voll gruselig aus. Also da würde ich nicht drauf spielen, weil das macht ja voll Angst. Gary sieht aus wie Sans. Keine Folge Kringu ohne Mützis heißen. Gura makes crush bin meistens. Okay. We're gonna open a flower. Who's ready to open the flower? It smells like nothing. It smells like, it looks like sand. Boah, geil! Geiles Charakter! Junge, was ist das bitte für ein Facebook, Alter? Guckt euch das an! It smells like nothing. It smells like, it looks like sand. Maybe a meal. Junge, das bewegt sich einfach gar nicht! Boah, geiler Charakter. Boah, geil. Weißt du, vor allem macht sie einen Kochstream. Mann, sie ist aber nur dieses Model! Ich finde generell Kochstreams, Leute, generell Kochstreams. Macht es entweder so wie solche Leute wie Maudado oder so. Also nimmt es in einer Hand und kocht mit nur einer Hand. Oder ihr macht es so wie, keine Ahnung, irgendwelche anderen YouTuber, die halt davor so eine Kamera haben und das wirklich richtig abfilmen. Das ist viel cooler aussieht. Nicht so! Aber nicht so. Ich bin jetzt schon so wütend. Eine Sache, die ich mich immer frage, Mike. Ja. Eine Sache, die ich mich frage, wie viele Leute schauen dazu? Ich möchte gerne auch so eine Chatbeteiligung in meinem Chat sehen. Das ja, dann wär's so sick. Also, du musst einen fetten Arsch haben und dann einfach, Mike. Ups, da ist mir aus Versehen mein Glas untergefallen. Boah, das muss ich jetzt aber nochmal kurz holen. Mike, ich lass mich jetzt einfach in der Cam gesehen hat, Alter. Mike, ich lass mich jetzt einfach zum schlanken Anime-Girl umoperieren und dann krieg ich auch so viele Aufrufe und Follower. Ingi, und du willst meine Taktik klauen, dein Ernst? Machen wir einfach das nächste Video, reicht. Among Us. If you hear his evil laugh, you are in deep trouble, because he's gonna go after you. I actually got to see Jeff the Killer for the first time, and you won't believe what happened next, so you won't want to miss it. I'm literally a walking emoji, and pretty much everyone in the lobby is an emoji as well. And the person behind all of this bitte, is Gamma Mike, Bear. Mike, I don't even know Mike, bitte reg dich jetzt nicht auf wegen den Emojis. Ich weiß, es ist jetzt, wird jetzt emotional für dich wegen diesen Emojis und ich weiß, du wirst jetzt dich aufregen, aber es sind nur Emojis. Why is it so long and big? It's literally going outside of the... Why is this so long and big? Was ist da noch irgendwas? Mike? Ich glaube, Oh mein Gott! Jeff! What is he doing AFK? As I was looking at him, his visor disappeared. Did he just turn into MC? I then got up to him closely and he was normal. Is this blind video game? Okay, Jerry, cameras. And I could hear Jeff the Killer. I could then see a little figure in the distance. What is that? Iggy, hast du dich erschreckt? Ich hab mich gar nicht erschreckt. Okay. Ingi, wir hatten ja letztes Mal einen Brownie, ne? Oder vorletztes Mal. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Brownie, der seine My Little Pony Collection zeigt. Hey, Corp, Dylan Brownie here. Oh. You know, ponies often ask me, Corp, do you really have that much pony merchandise? Okay. What do we have here? Okay. Oh, tons and tons and tons dieser of ponies, Schreibtisch. Right? These are some small plushies I have. Junge, wie unaufgeräumt dieser Schreibtisch ist. Überall so Ponys. Eine Frage. Das kann doch kein erwachsener Mann... Das ist doch nicht real, oder? Doch!
Das ist real. Es gibt wirklich solche Leute, Ingi. Okay. Und ich dachte, ich bin strange, weil ich mir Kinderserien reinziehe. Nein, Ingi. Nein, nein. Und ich Fan von... Ohne Scherz, ich bin Riesenfan von Heidi. Aber My Little Pony kann ich wirklich überhaupt nicht verstehen. Junge, was hat er alles? Junge, 24 Minuten voll mit Content. Ja, okay, aha. Ist die weiße Wand auch ein... Pony? Merch. Ingi, stell dir vor, jemand mag Pikachu. Jemand mag Pikachu so sehr, dass er sich Plüschtiere davon holt. Aber jemand mag es so, Mike, so Mike, sehr, dass er sein ganzes Haus vollschmeißt mit Pikachu-Plüschtieren. So ist das gerade. Mike, ich kenne Leute, die machen das mit Pikachu, aber das finde ich noch human. Das ist aber My Little Pony. Naja, also wenn du 100 Pikachu-Plüschtiere hast, ist auch nicht mehr lustig. Aber ich kann es verstehen, wenn man sagt, Pikachu ist süß, aber das... Guck, das sind vor allem die meisten den gleichen Charakter. Wozu brauchst du den gleichen Charakter 100 Mal? Das ist ja noch nicht mehr... Mike, das ist ja noch nicht mal sammeln. Das ist einfach nur so, ich kaufe es mir. Jeder einzelne Raum sieht so aus. Ja. Jetzt hat er sogar so Backpacks und so... Stifte. Backpack, Rucksack, Rucksack, Backpack. Na! Junge, so eine echte Knarre. Neben so My Little Pony Uhr und so eine My Little Pony Bag. Ja, ganz normal, passt voll mit rein. Die Knarre hat alles zerstört. Junge, ganz viele Becher noch. Eine Wii, ja, eine My Little Pony Wii, klar. Und noch Sammelkarten. Ja. Ich sehe was du nicht siehst, und das ist... Mr. Krabs! Falsch! Ich sehe was du nicht siehst, und das ist... Fettes Schwein! Oh, ja, ja! Ich sehe was... Piep hören, und zwar so lange, bis wir bei der Foodcon sind. Piep! Fressen! Piep! Ich sagte Fressen, du Hurensohn! Piep! Alle, Fressen, du Hurensohn! Ich dreh sie den Arsch! Hat seine Momente, aber war halt immer wieder der gleiche Joke. Es war die ganze Zeit so, als ob man, keine Ahnung, die ganze Zeit den gleichen Gag bringen würde. Ja, es war halt so, als würde man die ganze Zeit den gleichen Gag bringen würde. Es war halt so, als würde man den ganzen Zeit... Okay, wir können weitermachen. Was ist Corona für Sie? Liebe. Also sie gehen zum Corona-Test und täuschen Orgasmus vor, und dann wird dieses Wattestäbchen ist fake. Der Arzt macht spricht mit ihnen und beurteilt sie, ob sie lieben können und ob sie an sich selbst glauben, ob sie an das Paradies auf Erden glauben. Wo ist das Gesetz? Aber was labert der? Geschrieben, dass man eine Maske tragen muss. Kann ja jemand anstecken. Was kann ich? Jemand anstecken. Mit was denn? Corona. Was ist das denn? Dieser Kommentar wurde euch präsentiert von Internet Explorer. Aber wirklich. Was ist das denn? Guck doch in die Nachrichten. Warum soll ich Maske tragen? Ja, wegen Corona. Was ist das denn? Gibt's uns am Mond oder was? Ja, wir haben so viel Viren in uns. Und ein Corona mehr oder weniger macht uns nicht kaputt. Ja, weiß nicht, was das ist. 400 auf dem Kopf. Ich weiß nicht. Sagen Sie es mir. Ein Aluhut. Oh, ich habe einen Aluhut auf dem Kopf. Das wusste ich gar nicht. Ich glaube nicht an Corona. Das ist halt einfach so. Wie kannst du nicht an ein Virus glauben? Wie geht das? Ich will das auch können. Ich glaube nicht an Corona. Das ist einfach so. Ey, Digga, du musst ja auch nicht dran glauben. Irgendwie, wenn das noch andersrum geht. Ich glaube an den Weihnachtsmann. Oh mein Gott, das ist ein Weihnachtsmann mit Geschenken. Oh mein Gott, seht ihr das? Ich auch nicht. Die Kraft von der Erde, die Kraft des Feuers in deinem Herzen. Wasser. Erde. Feuer. Luft. Widerstand! 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 Du Warte. Katastrophe! Wissen gar nicht, wer die Maske trägt. So lange kann man das Volk nicht verarschen. Aber ihr könnt ruhig weiter, richtig schön weitermachen, damit das Narrativ so richtig schön oben richtig weitermacht in deren Spielsalon. Ganz toll. Und die Leute werden wach. Und dann schnappen wir euch. Ganz einfach.
Und dann geht ihr vor Gericht. Für euren Scheiß, den ihr in eurer Zeitung ja, verbreitet habt. Redet er gerade mit sich selbst über einen Spiegel? Er redet mit Spiegel TV. Also er redet mit sich selbst. Okay. 10 Dinge, die sie nicht tun sollten, wenn sie im Unterricht aufs Klo müssen. Oh. Movie Maker. Wenn sie oh mein Gott, das sieht aus. Das sieht aus wie meine alten Videos. Jemand Apfelsaft? Was? Ich muss auf Klo! Ja? Au. Ja, bitte. Darf ich bitte auf Toilette? Nein! Okay, Sie haben es so gewollt. Oh. Alter. Wer war das? Welcher Vollpfosten hat das geschrieben? Hier. Und? Darf ich? Lauf! Aber nicht aufs Klo. Ah, ist wirklich gut. Oh ja, gerne. Pili ist keine Arme und auch kein Getränk. Mancher muss schon rennen, wenn er nur an Pipi denkt hier. 10 Dinge, die man bei Minecraft nicht tun sollte, von Epic Pro LP. Hallo und herzlich willkommen zu 10 Dinge, die man in Minecraft nicht tun sollte. Wunderschöne 1. Nummer 10. Nie in einer Höhle wohnen. Auch ist das schön hier. Ich mag's hier zu leben. Mit Fledermäusen. Zu 2 Betten. Und ganz anderen Sachen, gar nichts, die man heutzutage alle haben will. Ich baue das mal eben ab. Das dauert eine Weile. Aber das ist immer so. Ach, Mann, jetzt ist sie mir... Besonders, das Schlimme ist, weißt du, wie oft ich in Minecraft einfach in einer Höhle gelebt habe? Weil ja. Ich da meine Base reingebaut habe. Ja, normal, habe. Hä? Hä? Wo ist jetzt das Problem? Sie mir Aua. Hallo. Ja, was geht? Hm? Magst du mich? Au. Magst du mich? Au. Oh, Junge. Au. Junge, das ist halt gerade wirklich einfach das ich vor, cringe. Weiß ich nicht, vor 8 Jahren. Ich einfach Minecraft das war zu Anfang, das war zu Anfang unserer YouTube Laufbahn, oder? Zu Anfang, wo wir angefangen haben mit... Ja, wo wir angefangen haben mit YouTube, so. Ja, das bin einfach ich. Ich sehe mich da einfach gerade selbst drin, als ich angefangen habe, Minecraft zu spielen. Nummer 9. Nie Minentauchen machen. Ich liebe Minentauchen. Das ist so lustig. Das ist mein Hobby. Minentauchen. Ich gehe mal tauchen. Hier müsste irgendwo eine Mine sein. Hm. Das tut lustig weh. Aua. Aua. Das tut lustig weh. Aua, aua. Nummer Verkrüppel 8. Verkrüppel. Nie mit TNT spielen. Du Musik. Ich liebe TNT. Besonders, wenn man in ihm steht. Nummer 7. Das ist genau was. Nie von einer Klippe springen. Ach, ich liebe Klippenspringen. Ach, Junge! Und dann rausgehen. Ich spring mal. 10 Dinge, die man in Minecraft nicht tun sollte. Nummer 1, nicht sterben. Nummer 2, nicht sterben. Nummer 3, nicht springen. Nummer 4, nicht tauchen. Nummer 5, nicht weinen. Nummer 6, das Spiel nicht installieren. Nummer 7, nicht das Spiel kaufen. Nummer 8, sich einfach nicht umbringen. Nummer 9, sich immer noch nicht umbringen. Und Nummer 10, kein cringiges Minecraft-Kitty werden, was einfach cringige... Minecraft-Videos machen. Mach einfach weiter, ich werde es hier fertig sehen. Juhu, yeah. Yeah, das ist lustig. Aber was ist hier gefährlich dran? Das zeige ich euch jetzt. Eigentlich ist da gar nichts gefährlich. Ich mach's einfach nochmal für euch. Meistens mache ich ja immer so, ne? Abbauen hier, aber das mache ich eigentlich nie. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, weil ich das auch meistens mache.
Und das können wir aber mal machen. Junge, laber nicht um den heißen Brei herum. Ich weiß, du brauchst das jetzt nur, damit du genau auf diesem Block landest. Was? Spiele. Hallo, wollen wir Freunde sein? Was? Nummer 5. Nie die linke und rechte Maustaste verwechseln. Was? Ups, ich hab TNT. Ich hab TNT gebaut. Ich baue das mal alles weg. Kein Bock mehr. Mike, das passiert mir so oft, dass... Ich kann mich nicht entscheiden, welche Richtung... Das passiert mir so oft, dass ich linke und rechte Maustaste verwechsel, wenn ich davor Blöcke abgebaut habe. Das passiert mir so oft! Ja. Besonders, weil du einfach hergehen musst mit der Maus. Weißt du, warte, ich hol mal eine Maus zur... Weißt du, du musst... Einen Moment, du musst einfach bei der Maus hergehen. Du musst einfach hergehen und den linken... Linken? Den linken Mausbutton gedrückt halten. Ungefähr so. Das ist nicht so schwer. Oh. Einfach mal und, au. Was? Au. Mein Haus. Mein Haus. Mein Haus. Aua, ich brenne. Mein Haus ist... Mein Haus brennt. Mein Haus. Bin ich hier gespawnt? Gott, gib mir eine zweite Chance. Juhu. Danke, Mann. Danke da oben. Oh mein Gott, mein Haus. Was? Das kann man noch retten. Ich hab da noch einen Feuerlöscher drin. Da bleib ich. Oh mein Gott. Oh. Komm, 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 komm. Da öffnet ein Tür. Nein, Gott, ich... Oh, komm in die Gold. Also das hier die Tür gehabt hat. So geil. Nummer 1. Nie denken, dass das Video endlich vorbei ist. Oh, was? Endlich ist das Video vorbei. Was? Oh, das war richtig anstrengend. Richtig anstrengend. Was? Ich mag das ja immer, wenn es vorbei ist. Naja, nach einem anstrengenden Drehabend. Wie das ja alles noch. 1, 2, 3 und 4. Mein Haus! Ich kann nicht mehr wohnen! Nicht mehr wohnen! Nicht mehr wohnen! Nicht mehr wohnen! Junge, ich hätte das wirklich vor 7 Jahren noch lustig gefunden, das ist das Traurige. Nicht mehr wohnen! Ich bin so gut! Du bist so bescheuert. Du bist so bescheuert, dass du bescheuert bist. So bescheuert bist du. Wer war dein Lieblingscharakter in AZ Town? Also ich würde tatsächlich sagen, entweder Spartacus oder Spartacus. Ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Jesus! Was? Niemand ist draußen und spielt? Das ist ja fürchterlich. Aber ich weiß jemanden, der uns helfen kann. Warte hier, ich bin gleich wieder da. Wieso bist du nicht draußen und spielst? Hilfe der Bürgermeister. Hilfe der Bürgermeister. Ich bin wohl der Bürgermeister. Der Bürgermeister bin ich. Herr Bürgermeister, wo liegt das Problem? Ja. Es. Das heißt, es ist Spektakel. Und nun zu meiner Lieblingsübung. Wichsen, ab geht's! Tag, Sirs. Hätten Sie Interesse an... Schuschlal. Schuschlal. Oh, Schuschlal? Sagtest Schuschlal? Du da eben? Schuschlal. Schuschlal? Schuschlal. 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 Schokolala! Schokolala! Miau!
Guten Tag, mach eine Fliege! Wir verkaufen Schuschlal. Tetzak. Oh shit. And his name is John C. Schmeichle den Kunden. Gib ihm ein gutes Gefühl. Oh mein Gott. 1-1. Natürlich. Hallo, lalo, la. Hallo. Ich liebe sie. Hallo. Klingt als ob... Hoppla! 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 Klingt, als ob ein Krabbenburger nötig wäre, um einen Krabbenburger zu machen, richtig? Hoppla! Bla, hoppla! 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 Bla, bla, bla. Richtig? Hoppla! Hoppla! Das ist die richtige YouTube. Falafel! 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 Oh, wir sind bald fertig. LOL. Aber wir haben das Schlimmste jetzt noch vor uns. Girlfriend is pregnant and too fat. Bitte nicht. Was ist das? Ich hab Angst. Video ist ein bisschen zu lang, ich erkläre es einfach mal ganz kurz. Basically, Boyfriend ist halt sehr egoistisch und Girlfriend wird dann richtig abgefuckt und macht dann das. Nein! Nein. Ja, weil das auch voll so funktioniert. Liebe Kinder, an der Stelle mein kleiner Disclaimer. Bitte nehmt keine Drogen. Was? Das auch, meinst du? Das auch, aber bitte nehmt keine Luftpumpen und pumpt Luft in eurer Mund. So funktioniert das nicht. So funktioniert es wirklich nicht. So werdet ihr wirklich nicht schwanger. Dann macht Boy von alles, was sie will, und dann passiert aus irgendeinem Grund das hier. Oh nein, ja. Das nächste ist genauso eins. Poor Boyfriend versus Rich Pico. Genauso lang. Was? Ja. Hä, was macht Tabi? Fuck.
Ich mag seine Laufanimation, wie er so die Arme so nach hinten hält. Geil. Wunderschön. Ich will wissen, was Tabi jetzt hier macht. Go. Genau. Hä, warum hört er sich an wie Tricky? Hä? Hä? Charakter verwechselt. Mike, hey. Diese Videos machen gar keinen Sinn, weißt du das? Okay. Kollege, was geht? Krass. Ey, haben Sie sich wehgetan? Alles klar, oder was? Bleiben Sie hier und verständigen Sie sofort die Polizei! Na, verpiss dich, Spassi, Alter! Ja, das muss ein Dog sein, das kann nicht echt sein, Junge! Das nein, ist echt! Das nein. ist echt! Doch, das ist echt! Verpiss dich, Spassi! Das ist genau so! Das ist genau so! Als fucking Orb! Das ist echt, wirklich! Jugendliche aus ganz Deutschland. Deutschland können gar bis nix. Zum 18. Oktober über das Jugendwort des Jahres abstimmen. Diese Wörter stehen zur Auswahl. Oh nein. Shish. Junge, als ob man vor 10 Jahren nicht Shish gesagt hätte. Wild. Shish. Wild. Digga. Junge, als ob man vor 10 Jahren nicht Digga gesagt hätte. Mike, davon gibt es sogar einen Remix. Ich frag mich, warum man das Remix nicht reingeschickt hat. Sus. Cringe. Ja, du hast dich gerade einfach selbst beschrieben. Bitte. Akkurat. Hä? Was? Hä? Same. Als ob man das noch nie benutzt hätte. So ein normales englisches Wort. Papatastisch. Was? Ich kenne nur das Remix. Papatastisch. Verdiener. Okay, das kann ich verstehen. Und? Was? Warum? Mittwoch. Hä? Wieso Mittwoch? Warum nicht Samstag? Warum Mittwoch? Warum nicht Samstag? Das ist eine gute Frage, Mike. Warum nicht Samstag? Warum Mittwoch? Warum Mittwoch? Abstimmen können Interessierte über die Website des Langenscheid Verlages. Also ich würde sagen, entweder Sus oder Geringverdiener. I got expelled from my old school for fucking my teacher. Yay! Was? 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 I got expelled from my old school for fucking my teacher. Yay! Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, weil sie redet schnell, hat sie ihren Lehrer gefickt. Und ist dann rausgeflogen aus der Schule. Ja, selber schuld. Was ist mit dem Lehrer passiert? I fucked my ex's best friend and he still doesn't know. Das habe ich verstanden. Ich auch. The school thinks my sugar daddy is my real dad because he signs me out every week. Bitte löscht euch. Beruhig dich, Digga! Alles gut! Same, Alter, das war Papatastisch. Sind da nur ein paar. Was? Diese Geringverdiener-Ladies sind schon ziemlich sus. Was? Was? Ich muss doch mit der Zeit gehen. Mike, die sind. Weißt du was? Soll ich dir was sagen? Ja. Shit! Shit! Auf geht's! Hey, SpongeBob, say like what? No, I don't really feel like it. Tell you what, Half Pint, why don't you ask me later? Mr. Krabs bringt sich jetzt um. Wow. Okay, damit würde ich sagen, hören wir dann auf mit dieser Folge von Cringe. Cringe, das war genug Cringe für mich. Boah, vor allem dieses FNF-Animation, Alter. Oh Gott. Erwartet neuen FNF-Content in der Zukunft. Inge, hast du noch irgendwas zu sagen? Ja, Leute. Pumpt euch nicht den Magen mit Luftpumpen auf.